Guten Tag. Das ist mein zweiter Auftritt als Wahlkämpferin. Der erste liegt 20 Jahre zurück. Damals ging es um die erste freie Wahl zur Volkskammer in der DDR. Und der Kandidat, für den ich antrat, hieß Joachim Gauck. Bis dahin kannte ich ihn nur aus dem Fernsehen und hatte mir gerade mal seinen Namen gemerkt. Gauck, das war dieser Mann, dem ich jedes Mal begeistert und mit Erleichterung zuhörte, weil er mit politischer Vernunft, ohne Sentimentalität und mit fester Stimme für die deutsche Einheit plädierte, während viele, entweder aus politischer Überzeugung oder aus Lust an der Anarchie, noch nach einem dritten Weg suchten für dieses zerstörte und verstörte Stück Deutschland. Als dann aus Rostock die Anfrage kam, ob ich diesen Joachim Gauck in seinem Wahlkampf unterstützen wolle, fühlte ich mich geehrt. Inzwischen hat meine Begeisterung von damals den größeren Teil der Nation ergriffen. Der Wunsch nach einem Bundespräsidenten, dessen Biografie und Lebenswerk für seine Überparteilichkeit birgt, vereint derzeit die Menschen aus verschiedenen politischen Lagern unterschiedlicher sozialer Herkunft aus Ost und West. Selbst die Parteien, abgesehen von der einen, könnten sich auf Joachim Gauck einigen, wäre es nicht zur Gewohnheit geworden, dieses einzige überparteiliche politische Amt im Staat parteipolitischen Interessen und dem Machtanspruch der jeweils regierenden Partei unterzuordnen. Diesmal, weil der amtierende Präsident auf ungewöhnliche Weise zurückgetreten ist, weil das Land und die Regierung sich in einem beunruhigenden Zustand befinden und weil uns das ganze Verfahren im Zeitraffer überdeutlich wird, hat sich der Unmut über die Selbstermächtigung der Parteien und die Schamlosigkeit, mit der eine geheime, nicht fraktionsgebundene Wahl der Parteidisziplin unterworfen und damit zur Farce degradiert wird, zur Empörung gesteigert. Diese Empörung gilt nicht nur dem Umstand, dass ein konsensfähiger, von der Mehrheit der Bevölkerung gewünschter Kandidat dem Machtkalkül der Koalitionsparteien geopfert wird, sondern sie gilt auch einem Verständnis des Politischen, das die Angelegenheiten des Staates einzig zur Sache von Berufspolitikern macht, deren Lebensweg meistens in den Jugendorganisationen der Parteien beginnt und irgendwo auf der Karriereleiter der Parteien endet. Das Politische wird auf das Parteipolitische verengt. Wer dem Kandidaten Gauck ernsthaft mangelnde politische Erfahrung vorwirft, kann ja unmöglich die leibhaftige Erfahrung meinen. Auch nicht politische Vernunft oder politischen Weitblick. Nicht einmal fehlende Erfahrung im Umgang mit Institutionen. 10 Jahre lang stand er der Behörde vor, in der die Unterlagen zur Stasi-Aufarbeitung verwaltet wurden, ein Amt, das in den Wirren und Aufregungen der ersten Einheitsjahre nur von einem ganz und gar integren, nicht korrumpierbaren, mit Gerechtigkeitssinn begabten und von Rachegedanken freien Menschen bewältigt werden konnte. Was also fehlt Joachim Gauck, um ihn zu einem Kandidaten mit politischer Erfahrung zu machen? In den Augen der Mehrheit der Deutschen nichts. Vor 20 Jahren, als Joachim Gauck für die Volkskammer kandidierte, ging es um Freiheit und Demokratie auch im Osten Deutschlands. Jetzt haben wir die Freiheit und wir nutzen unser demokratisches Recht zu protestieren gegen den Missbrauch der Parteienmacht, gegen die Okkupation eines überparteilichen Amtes durch die Parteien, gegen die Verfälschung der Wahl durch parteitaktische Tricks. Und darum bin ich zum zweiten Mal eine Wahlkämpferin für Joachim Gauck. So, Jochen.